Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute die Ehre, ein Unboxing für euch zu machen. Und zwar von einer Subscription-Box, die ich schon ewig haben möchte und die ich netterweise jetzt sogar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Es geht um Tokyo Treat. Ich weiß überhaupt nicht, ob man das jetzt überhaupt lesen kann. Ah, hier. Sehr, 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 sehr süßes Logo. Tokyo Treat ist eine Box, die ihr euch bestellen könnt und monatlich dann nach Hause bekommt, in der unterschiedlich viele japanische und teilweise auch koreanische Süßigkeiten drin sind. Vor allem aber japanische Süßigkeiten. Und da ich japanische Süßigkeiten liebe, aber in Deutschland lebe, ist das hier genau die perfekte Subscription-Box für mich, weil man einen Haufen japanischer Süßigkeiten bekommt. Und sogar ganze Pakete. Das heißt, man kriegt nicht einfach nur kleine Probedinger von irgendwas, sondern man kriegt dann eine komplette Packung Chips oder eine komplette Packung Pocky oder was auch immer gerade in der Box drin ist. Es gibt sogar, muss ich jetzt aber meinen Spickzettel machen, es gibt drei verschiedene Größen von der Box. Das eine ist die Box für 14,99 Dollar, die Small Box. In der sind 5 bis 7 Süßigkeiten drin. Es gibt eine Box für 24,99 €, das ist die Regular Sized Box. Da kriegt ihr sogar 8 bis 12 verschiedene Sachen und jedes Mal ein Sushi Candy Kit. Was auch immer ein Sushi Candy Kit ist, aber offenbar kann man damit selber Candy Sushi machen. In der Premium Box, das ist diese hier, findet ihr für 34,99 € 13 bis 17 verschiedene Sachen. 2 Candy Sushi Do-It-Yourself Kits. Und ein kleines Geschenk. Nur für euch. Allein die Verpackung von dieser Box ist unfassbar niedlich. Das Logo ist halt so süß. Und es ist hier so ein kleiner Tokyo Tower. Das ist einfach sehr, 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 sehr knuffig. Und das hat man bestimmt gerade gar nicht gesehen. Hier unten ist Washi Tape, was aussieht wie der Fuji bei verschiedenen Jahreszeiten. Und ich weiß, dass jedes Mal, wenn ich mich bewege, meine Tonqualität die Hölle ist. Es tut mir leid, ich hör auf, mich zu bewegen. Ab jetzt esse ich nur noch Süßigkeiten. Ich habe leider ein bisschen Pech mit dem Zoll, weil das Paket das hat sie tatsächlich zu mir geschafft. Und ich hoffe, dass wenn sich einer von euch diese Box bestellt, dass ihr keine Probleme damit haben werdet. Ich glaube, es ist aber auch irgendwo im Moment ein bisschen schwieriger, Sachen aus dem Ausland zu bestellen, als es das sonst wäre. Die Box ist sehr gut verschlossen. Und macht einen sehr stabilen Augendruck. Was ja auch ganz gut ist. Wenn man die Box aufmacht, hat man hier oben so einen Zettel, der sehr bunt ist und der anzeigt, was in der Box drin ist. Und auf dem steht unter anderem drauf, was in der Small Box drin wäre, was in der regulären Box zukommt. Und was dann in der Premium-Box dazu kommt. Und es gibt jedes Mal auf der Rückseite hier eine Erklärung zu jeder einzelnen Süßigkeit, was das genau ist, was man da eigentlich isst. Was ganz praktisch sein kann, weil, hey, die Beschriftungen bei solchen Boxen sind immer auf Japanisch. Und da mein Japanisch nicht besonders gut ist, ganz praktisch. Oh Gott, ich sehe Pikachu! Pikachu-Süßigkeiten. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sind Pikachu-Süßigkeiten, die nicht auf dem Zettel drauf sind. Mysteriös. Eine Pikachu-Box. Keine Ahnung, was in der Pikachu-Box drin ist. Ich bin sehr aufgeregt. Der Verschluss sieht aus wie ein Pokéball. Ich mache hinterher nochmal von diesen ganzen Sachen Fotos. Ich glaube, es hat keinen Sinn, sich jedes Mal hin und her zu bewegen, wie so eine Irre. Auf jeden Fall, es ist eine Box, in der eine Tüte mit kleinen Pikachus drauf drin ist. Und es könnten Pikachu-Kekse sein, aber ich bin mir nicht sicher. Meine Pikachu-Kekse sind nämlich auch mittlerweile ausgegangen. Ich habe ungefähr 200 Pakete Pikachu-Kekse in Japan geholt. Das sind Pikachu-Chips. Es sind süße Käseflips. Ich weiß nicht, ob ich das eklig oder total geil finden soll.
meine Kamera hat gerade keine Lust, sich zu fokussieren, aber es sind kleine, süße Käseflips, die aussehen wie Pikachus. Das ist ganz schön geil. Das ist schon ein bisschen eklig, aber es ist auch sehr, sehr lecker. Und das nächste ist eine Packung mit Flips. Die kenne ich sogar und die sind sehr lecker. Die heißen Mi Jeans Curly Curls. Das habe ich jetzt nicht von einem Zettel abgelesen, sondern wusste. Und die sind mega lecker. Die sind leicht scharf und super lecker und schmecken nach Erdnussflips, aber in schärfer. Super lecker. Dann ist hier irgendeine Süßigkeit, die aussieht, als wäre sie mit Schokolade umzogen. Mit Doberman drauf. Dann halt für diese ganzen Verpackungen lohnt es sich schon, diese Box zu bestellen, weil die echt richtig aussehen. Also Schokolade und da drin ist ein Keks. Fast schon wieder zu europäisch. Und da drin ist noch ein Doraemon-Aufkleber. Und sehr lecker. Hier sind haufenweise Süßigkeiten überall rum, stellen wir gerade. Oh Gott, ich muss ein bisschen sinnvoller die Sachen hier hinlegen. Das hier scheint eine Nudelsuppe zu sein. Das heißt, ich mache es jetzt nicht auf, weil ja auch eine Anleitung drauf ist, wie ich das Ganze kochen soll. Beziehungsweise es ist eine Nudelsuppe, in der man hinterher kleine Teigtaschen drin hat. Aber es sieht lecker aus. Es ist nicht wirklich eine Süßigkeit. Make your own delicious candy ramen at home with this DIY-Kit. Es scheint doch eine Süßigkeit zu sein, aber man muss es erstmal machen. Da ich jetzt gerade hier nichts dafür habe, nehmen wir es einfach hin, dass es da ist. Noch mehr Doraemon-Süßigkeiten. Das hier sind, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall sind das auch wieder so chipsartige Sticks, die man in Japan in ganz, ganz vielen Spielhallen auch immer gewinnen kann und die sehr, 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 sehr lecker sind. Was sind die mit Kräutergeschmack? Yes! Sehr lecker. Nicht rauskommen. Lecker. Sehr lecker. Als nächstes, hier ist noch ein Stick davon drin. Eine andere Sorte. Und noch ein dritter. Ha! Drei verschiedene Süßigkeiten-Sticks. Drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Sehr praktisch. Oh, die kenne ich auch. Die sind auch lecker. Assassination Classroom Sugar Cola Flavored Chewing Candy. Also es ist im Endeffekt sowas wie Kaugummi, deswegen kann ich das jetzt nicht so mit drin essen. Aber es schmeckt wie Cola. Mir fällt gerade auf, dass ich in Japan offensichtlich viel zu viele Süßigkeiten die ganze Zeit gegessen habe, dass ich diesen ganzen Kram kenne. Das hier kennt jeder, der irgendwann den Umaru-chan-Anime guckt. Das sind so kleine Bambussprossen, die mit Schokolade überzogen sind. So klein sind jetzt, dass meine Kamera Bock hätte, sich daran zu fokussieren. Sehr, sehr lecker schmecken. Es ist im Endeffekt so eine Art Beck, was mit Schokolade überzogen ist. Eine Art Gebäck ist eigentlich auch blöd. Das ist ein Keks mit Schokolade drum. Und sowas Ähnliches scheint auch das hier zu sein, nur dass es wieder ein Süßigkeiten-Do-it-yourself-Kit ist, bei dem man aus offenbar Schokolade kleine Pilze macht. Ich werde hier wirklich nochmal von allen Sachen Bilder einblenden müssen, weil das, glaube ich, allein durch die Kamera nicht ausreicht. Und hier kommt schon wieder ein Keks. Wie viele Kekse da drin sind. Die nächste Süßigkeit ist ein Yakuin Rice Cracker. Also ist es offenbar kein Keks, sondern ein Rice Cracker.
Er aussieht wie Esspapier, nur offenbar reißt es. Es schmeckt wie Esspapier, nur nicht ganz so süß. Eigentlich ganz geil, es könnte ein guter Snack fürs Büro sein. Ich bin immer noch nicht fertig mit Auspacken, es geht immer noch weiter. Das hier sind Herzchen mit Erdbeer- und Vanillegeschmack. Die werden auch hier von Geko hergestellt, die unter anderem auch die Pocky machen. Leider keine Pocky. Das ist jetzt echt Schwein auf höchstem Niveau, aber es gibt keine Pocky in dieser Verpackung. Das ist so eine kleine Plastikverpackung mit Herzchen drin, die schon total süß durch die Verpackung kriechen. Die, glaube ich, einfach nur aus Zucker bestehen. 100% Zucker. Matschig und klebrig. Und der untere Teil ist Schokolade. Und sie schmecken, als hätte man die Umwandlung von Poppys genommen, die Schokolade weggelassen und einfach in Form gepresst. Super lecker. Das ist total geil. Hier ist irgendwas mit Kirschen drauf. Ich denke, es schmeckt nach Kirsche. Ich habe aber auch in Japan Chips gekauft, die dann nach Zucker geschmeckt haben. Man weiß also nie. Das hier riecht aber süß und es sieht aus wie Kirsche. Es kann da schon schief gehen. Es ist so ein kleines Essstäbchen dabei. Das macht mir Angst. Letztes Mal, dass irgendwo in der Verpackung Essstäbchen waren, hat sich herausgestellt als Tintenfisch. Aber das hier ist tatsächlich einfach sehr süßes Kirschweingummi, würde ich definieren. Es hat nicht ganz die Weingummi-Konsistenz, deswegen, wer weiß, vielleicht ist es nicht offiziell Weingummi, aber es schmeckt so in der Art. Wir sind fast schon bei den letzten Sachen angekommen. Fast schon. Hier ist Tofu drauf abgebildet und Nudeln. Ich weiß jetzt nicht ganz, was ich daraus machen soll. Und die Verpackung beschreibt es als Gamimaro Takeshi Grilled Egg. Es ist offenbar Ei und nicht. Und keine Nudeln oder Tofu. Die Beschreibung dazu sagt, dass es Ei ist. Als Kuchen. Und sowas ähnliches wie Mochi. Ich bin komplett verwirrt, was mich jetzt erwartet. Das echt ein bisschen komisch klingt. Die mysteriöse Süßigkeit glänzt zu sehr, aber es sieht komisch aus. Und ich habe ein bisschen Angst, weil die Beschreibung und die Packung komisch klingen. Es fühlt sich an wie die Oberfläche von Mochi. Ist ja sowas wie, das ist ja so Reiskuchen. Es riecht ein bisschen nach Plastik und Käse. Es schmeckt sehr süß, aber auch nach Plastik. Es schmeckt kein bisschen nach Ei. Es schmeckt einfach nur nach süßem Plastik. Es ist total komisch. Ich glaube, das ist die einzige Süßigkeit, also der ganzen Packung bisher, die ich wirklich nicht lecker finde, weil die einfach echt komisch schmeckt. Also nicht, dass mich das abhält, das Essen, es sind immer noch Süßigkeiten. Aber es schmeckt auch echt, echt komisch und falsch. Das Geschenk dieses Mal scheint eine Dose mit irgendeinem Getränk zu sein. Denn normalerweise sind in der Packung immer Süßigkeiten drin. Ich war schon vorher ein bisschen informiert und da stand, dass die
die Geschenke, die man bekommt, auch teilweise halt einfach Getränke sind oder nochmal irgendwie Essen oder irgendwas anderes. Und das hier ist Dose mit irgendeinem japanischen Getränk, was ich auch nicht schlecht finde, weil ich total auf japanische Getränke stehe und fast alle Getränke aus den japanischen Getränkeautomaten getrunken habe. Was gar nicht mal so einfach ist. Es gibt ungefähr 500 verschiedene Sorten Getränke. Und ungefähr die Hälfte davon ist Getreidetee. Es riecht nach Ingwer. Es schmeckt süß und es schmeckt sehr stark nach Ingwer. Es scheint Ingwertee zu sein oder sowas. Ingwer und Honigtee. Das ist echt lecker. Ja, nie. Es sind nur noch drei Teile in der Box. Ich hätte gedacht, dass dieser Moment irgendwann mal kommt, wo man das Ende erreicht. Das sind nicht Pocky, es sind Pretz, aber auch von Gleco. Also es ist im Endeffekt die salzige Variante von Pocky. Also als hätte man einfach den Bezug weggelassen. Was ganz witzig ist, weil dieses andere Ding von Gleco quasi der Bezug ist. Man diese beiden Sachen hat man also Pocky. Funktionieren so Süßigkeiten von Gleco, dass sie einfach sagen, wir nehmen einfach die ganzen Reste und machen daraus was Neues. Es schmeckt das Innere wie von Pocky, nur ein bisschen salziger. Ein bisschen wie diese kleinen Fische, die in diesen Partyboxen drin sind, die man kaufen kann, wo so acht verschiedene Süßigkeiten drin sind. Ungefähr so schmecken diese Dinger, die ich gerade runterfallen lassen habe. Auch nicht. Die letzten beiden Teile sind einmal so ein kleines Plätzchen, was offenbar. Oh nein, das gehört zu was anderem dazu. Und zwar ist es auch Kaugummi mit dem maskierten Wider drauf. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht dafür ein, aber ihr kennt ihn auf jeden Fall aus unserem Tiefkorn. Kaugummi Wider ist es. Es ist so klein, dass es manchmal, dass die Kamera keine Lust hat, es anzufokussieren. Aber da es offenbar Kaugummi ist und sich anfühlt wie ein festes Stück Kaugummi, werde ich das jetzt auch nicht ausprobieren. Und stattdessen zu dem letzten Ding in der Packung übergehen, was aussieht wie Pralinen? Pralinen? Regenbogenfarbene Pralinen. Scheinen offenbar der letzte Artikel in dieser Box zu sein. Hat die Verpackung kaputt gemacht. Okay. Die Beschreibung sagt, dass es nach unterschiedlichen den unterschiedlichsten Flavors schmecken kann. Dazu gehört sowas wie Pumpkin und Beeren, aber es gibt wohl auch eine Sorte mit Potato. Okay, esse ich also Kartoffelsüßigkeiten. Ungefähr so muss sich das anfühlen, Bertie Botts Bohnen aller Geschmacksrichtungen zu essen. Also Schokolade und da drin ist irgendwas, was offenbar Vanille ist. Was okay ist. Aber vor Kartoffeln habe ich jetzt wirklich ein bisschen Angst. Wer weiß. Auch Vanille. Entweder schmecken die alle sehr ähnlich. Oder ich habe einfach Glück gehabt bisher.
Ich glaube, das ist Weintrauben. Das schmeckt sehr, sehr süß und sehr, sehr komisch. Und was tun Weintrauben-Süßigkeiten irgendwie immer in Japan? Und ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall ist das jetzt hier das letzte aus der Box gewesen. Leer. Leer. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich finde die Auswahl an Süßigkeiten sehr, sehr gut, weil man hat was Salziges, man hat was Süßes, man hat was sehr, sehr abgedrehtes Japanisches, was ganz nett ist, weil man findet auf jeden Fall genug Süßigkeiten, die dem europäischen Geschmack entsprechen. Hat aber auch gleichzeitig das Gefühl, dass man abgedrehtes japanisches Zeugs isst, weil es nicht unbedingt irgendwie eklig ist, sondern recht lecker alles. Ich weiß nicht, ob ich persönlich 35 Euro dafür ausgeben würde. Wenn ich so im Kopf überschlage, wie viel die ganzen Sachen einzeln kosten, lohnt sich für mich persönlich wahrscheinlich mehr, nach Düsseldorf zu fahren und um die Sachen einzeln zu holen, vor allem weil ich dann auch weiß, was ich bekomme. Wenn man aber nicht Glück hat, gerade in der Nähe von Düsseldorf zu wohnen, was quasi Japan in Deutschland ist, lohnt sich das wirklich sehr, weil man wirklich eine große Auswahl bekommt und vor allem auch Sachen, die man nicht unbedingt irgendwo in Deutschland oder im Internet so ohne weiteres findet und über die man vielleicht auch nicht unbedingt so leicht stolpert. Deswegen würde ich euch unbedingt empfehlen, probiert es einmal aus, wenn ihr japanische Süßigkeiten essen möchtet. Fangt vielleicht nicht unbedingt mit der Premium-Box an, weil die Premium-Box echt schon relativ teuer ist, aber die Regular-Box hat trotzdem immer noch 12, 15 verschiedene Sachen, die da drin sind. Die Sachen sind super, super lecker. Und für 25 Euro finde ich es ist echt noch okay. Beziehungsweise es sind 25 Dollar, es ist ja noch weniger. Und es kommen keine Versand- oder Zollkosten dazu. Deswegen probiert es einfach mal aus. Sagt mir, was ihr drin hattet und ob ihr die Sachen lecker fandet. Bis zum nächsten Mal. Ich verspreche nicht, wieder ein Jahr zu warten. Bye, bye.